Meine liebe Klangzwerge. Ich bin wieder da. Heute stehe ich vor einem sehr großen Raum. Das ist eine große Wassertafel. Hier, wie man hört, es gibt sehr viele verschiedene Klänge. Aber der größte Klang, der mich interessiert und wollte ich euch heute hören lassen von verschiedenen Orten, das ist eben Wasserklang. Wasserklang. Heute werden wir besuchen verschiedene Orte. Aber erstmal lass uns kurz zuhören, wie klingt das Wasser hier in Potsdam. Ich bin nebenbei, neben Lindenpark, hinter dem Lindenpark. Das ist Revier von Gribnitzsee. Guck mal. Habt ihr schon alles gehört? Ja, ich weiß, das ist nicht nur Wasser. Hier sind auch Vögel natürlich. Aber ich kenne noch ein paar Orte, auch zu Hause, wo konnte man Wasserklänge auch finden. Und das ist nämlich Regenrinne. Das Wasser kommt auch aus der Regenrinne. Habe ich gut gesagt? Ja. Gut. Ich glaube, das Wasser klingt auch sehr schön, wenn es regnet eben. Wenn die Tröpfchen runterfallen auf Regenschirm. Trotzdem finde ich am schönsten zu Hause, wenn Wasser läuft aus dem Wasserhahn. Manchmal kann man einstellen, ob das schneller läuft oder langsamer. Vielleicht konntet ihr auch versuchen, das Wasser läuft langsamer und vielleicht der Klang ist auch ganz anders. Und wenn sie läuft schneller, vielleicht kommen andere Töne, höhere oder tiefere. Das kann man auch überprüfen. Eben Wasser aus dem Wasserhahn. Es ist auch sehr interessant. Thank you.
genauso schöne Klänge habe ich bemerkt in der Badewanne. Das ist auch sehr angenehm. Genauso wie hier. Eine große Fläche mit Wasser. Wenn man etwas da wirft, klingt das bestimmt interessant, oder? Vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich habe schon immer geträumt, das Wasser aus dem Brunnen trinken. Ich habe immer geträumt, mein eigenes Wasser rum um mein Haus zu haben. Aber ich finde, das Schöne ist, die Klänge zu erkennen und genießen und mit Wasser spielen. So, wie ich mit euch heute das gemacht habe. Ich hoffe, dass ihr kann mit euren Eltern ruhig viel Wasserspiele zu Hause machen. Zum Beispiel, ihr weiß schon Bescheid, und der letzte Klang, der kommt am Ende. Das wäre ein Rätsel. Vielleicht kann ich euch das nächste Woche verraten, was das war. Hör mal!